Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Replay SSO. Ich wollte nämlich die Liebesquest weitermachen und Leute, was mir aufgefallen ist, es wird mir nicht auf der Karte gezeigt, aber hier im Questlog. Ergo gibt manche Quests, die werden hier gar nicht mal angezeigt. Ich finde das gar nicht schlimm, aber da ich so gewohnt war, immer auf die Karte zu gucken, habe ich das jetzt nicht gesehen und ich dachte mir nur, wieso geht denn die Quest hier nicht weiter? Bis ich dann mal im Questlog geschaut habe und hingeritten bin. Also nur mal vielleicht als kleiner Tipp für die Leute, die sagen, die haben keine Quest mehr, auch immer schön unter verfügbar gucken. Weil da sind auch wirklich alle Quests auch aufgelistet, auch wenn ihr sie halt nicht auf der Karte seht. Aber egal, machen wir direkt hier beim unsympathischen Kerl weiter. Oh, und hör mir zu. Aber soeben erfahren, dass er die, der zuschlägt. Er ist gerade dabei, im Leuchtturm einzubrechen. Wenn wir uns beeilen, können wir ihn vielleicht auf frischer Tat ertappen. Schnell auf zum Leuchtturm! Der Schurke springt hinter dich aufs Pferd und zeigt auf den Leuchtturm oberhalb vom Strand. Los, reite schneller, als du jemals geritten bist! Oh, ich muss dafür aufs Pferd direkt. Was? Lass mal mitreiten. Oh Gottes Willen. Nein, das sieht immer so falsch aus. Warte mal, ich muss mal kurz. Feld machen. Ich kann nicht, es tut mir leid. Aber wieder auf meinem Pferd hockt dieser Opa, ey. Guckt. Warte mal, ich hab gerade ein Handyfoto gemacht. Ich finde, guckt euch das doch mal an. Nein. Wenigstens greift er richtig, aber was zum Teufel? Los, schneller Time Dancer. Nein. Nicht lachen, nicht lachen, nicht lachen. Es ist totaler Ernst. Aus dem Weg! Wo kommen die ganzen Fässer her? Der Fuck. Hat er diese Fässer mitten in der Nacht aufgestellt? Der war echt fleißig. Muss ich ja mal sagen, der war fleißig. Links. What? Ja, wir kommen rechtzeitig. Sei still. Er ist wohl immer noch im Leuchtturm. Der Dieb muss da drin sein. Du schleich dich an und schau, ob du die Tür aufmachen kannst, ohne dass man dich hört. Ich laufe dann hinein und fasse den Dieb. Sei vorsichtig jetzt, schleiche die Tür und versuche lautlos zu öffnen. Wir wollen den Dieb nicht verjagen. Also, verjagen, jetzt wo wir da nah sind. So langsam rückwärts gehen. Du bist verrückt. Du bist verrückt. Okay. Was macht Lynx hier? Oh, hat irgendwer sein Pony hier abgeparkt, eingeparkt? Tag. Bang. Etwas trifft dich am Kopf. Erste Brutale, was wir SSO kennenlernen. Hallo? Bist du wach? Oh nein! Was ist passiert? Hallo? Bist du jetzt wach? Katja? Hallo? Hallo du, ist das Kopf? Viel besser. Darf ich mal sehen? Na, so schlimm sieht es zum Glück nicht aus. Du kannst eine kleine Beule, aber das ist schon alles. Was du hier machst? Ja, das war so. Ich habe vor einer Weile einen fürchterlichen Krach vom Leuchtturm gehört. Also bin ich hingegangen, um zu sehen, was los ist. Die Tür zum Leuchtturm stand weit offen. Und du bist auf dem Boden gelegen, ohnmächtig und unansprechbar. Ich habe dich hier zum Ausruhen heruntergetragen. Warte, sie kann mich doch tragen.
Enge Stunden Ruhe und Dämpfe eines der berühmten Kräuteraufgüsse haben Wunder bewirkt. Ja, eines war sehr seltsam, Katja. Als ich dich da oben gefunden habe, hattest du eine von Josts Trophäen in den Händen. Eine von denen, die vor kurzem gestohlen worden sind. Du bist wohl nicht der Dieb, Katja. Du hast keine Ahnung, wie Joshs Trophäe in deinen Händen gelandet ist? Ich glaube dir, Katja. Du würdest sowas niemals machen. Ja, aber jemand versucht, die Diebstähle hier im Modern in die Schuhe zu schieben. Wahrscheinlich der echte Dieb. Du hattest Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht die Polizei. Wäre schwer gewesen zu erklären, warum du Diebesgut in den Händen hast. Aber warum warst du überhaupt oben am Leuchtturm? Was sagst du? Du bist mit einem Schurken vom Strand dorthin geritten, um den Dieb zu fassen? Aha, dann ist ganz klar, was hier passiert ist. Der Schurke war in Wirklichkeit selbst der Dieb. Als du angefangen hast, lästige Fragen zu stellen, versuchte er dich loszuwerden. Das war ein listiger Plan. Und wenn ich nicht diesen Lärm vom Leuchtturm gehört hätte, hätte es auch geklappt. Es ist wohl das Beste, wenn du so schnell wie möglich zum Dark-Core-Lager reitest, um den Dieb zur Rede zu stellen. Weißt du, da hat mich gerade ein Typ von hinten auf den Kopf geschlagen. Ein normaler Dieb wäre jetzt schon nicht mehr alt am Lager gewesen, sondern wäre weggefahren, weil im Notfall hätten wir auch die Polizei gerufen und hätten dieses Lager sozusagen räumen können. Was schlägt uns jetzt Frau Holzwür vor? Geh da nochmal hin, alleine, weißt du? Wie klein, das heißt kleines Mädchen, aber wir junges Mädchen oder junge Dame können nichts gegen solche Kerle anstellen. Und wir können auch nicht papau, 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 Magie so wirken. Ihr wisst, was ich meine. Also, in einem normalen. Das ist jetzt. Sagen wir mal, wenn es jetzt echt in echt passiert wäre und mich hätte jemand am Hinterkopf gehauen, würde ich nicht mehr da unten zum Strand reiten. Da hätte ich ja voll die Paranoia, dahin zu gehen. Aber gut, es ist das eben. Ich sollte solche Fragen nicht stellen. Bevor er sich aus dem Staub macht. Eigentlich hätte er sich bestimmt schon längst aus dem Staub gemacht, aber da die Dakor finsteren Gesellen, Helfer, wenn man sie auch immer nennen will, stroh doof sind, ja. Die sind echt stroh doof. Sind immer diese typischen Helferlein von Schurken. Die Big Bosse sind immer total schlau, müssen alles allein stemmen und die Helfer sind Helfer. Bäh. Nee, 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 nee. Zwielichtiger Kerl. Warte, wir hatten erst einen unsympathischen Kerl. Und jetzt ist ein zwielichtiger Kerl. Also es ist wie ein anderes. Hey, Dieb. Warum sagst du, dass ich krass bin? Ich soll mich nicht dumm stellen? Was redest du? Wer bist du? Warte mal, er scheint ganz so, als ob du glaubst, meinen Vorgänger zu sprechen, der hier vor ein paar Stunden gestanden hat. Aber glaub mir, das tust du nicht. Er wurde blitzversetzt. Ah, er war doch schlau. Vor einer halben Stunde ist mir einer unserer Schiffe verschwunden. Das Letzte, was ich gesehen habe, dass er wie eine tollwütige Gazelle davon gesprungen ist. Hat wohl nicht mehr Zeit, seinen Koffer zu packen, weil er sich mit leeren Händen auf und davon gemacht hat. Und nun hau ab, ich habe keine Zeit mehr mit dir zu sprechen. Hau ab. Was? Liebesgut? Ich weiß nicht, wovon du redest, aber hört sich interessant an. Es wird wohl das Beste sein, wenn du die Sache meines Vorgängers infiziere. Er ist so schnell abgehauen, dass alle seine Sachen dort beim Boot geblieben sind. Du musst mich entschuldigen, aber ich muss jetzt dorthin. Wenn ich etwas Interessantes finde, dann gebe ich dir Bescheid. Du kannst dich auf mich verlassen. Was sagst du? Du rufst die Bullen, wenn du mich nicht sofort selbst nachschauen darfst? Okay. Dann wirf selbst einen Blick auf seine Sachen, aber sprich nicht, dass wir die Bullen rufen. Das scherzt man nicht. Gut versprochen, mein Vorgänger hatte seine Sachen in einer Holzkiste auf dem Boot da hinten, wo wir die Funkanlage haben. Mit Bullen scherzt man nicht. Auch gut gesagt. Auf zur Holzkiste! Uah! Aber wie dumm ist er und nimmt ein Schiff mit, aber seine Sachen nicht mit.
Ah, da, coole Armbanduhr. So schnell, das kann ich gar nicht lesen. Alle Sachen sind wieder da. Tja, damit hast du nicht gerechnet. Okay. Hast du deine Sachen gefunden? Das war Diebesgut, sagst du? Wenn das Diebesgut war, dann wird da jetzt überall deine Fingerabdrücke drauf. Die von D'Accord tragen immer Handschuhe, wie du vielleicht gesehen hast. Wenn ich mich recht erinnere, dann hattest du all diese Sachen schon bei dir, als du gekommen bist. Vielleicht sollte ich jetzt die Bullen rufen und ihnen erzählen, dass ich ein Dieb gefangen habe. Oder du gibst mir all diese Sachen und wir vergessen das Ganze. Was meinst du? Denkst, ich soll die Bullen rufen? Du bist sicher, dass sie dir glauben werden? Okay, du hast gewonnen dieses Mal. Diesmal hast du mich überlistet, aber ich bin nicht so bescheuert wie mein Vorgänger. Wir sehen uns wieder. Verlass dich drauf. Beim Haus der Alten riecht es so gut. Wenn mein Vorgänger nicht schon diesen Kuchen gestohlen hätte, dann würde ich es jetzt tun. Hör zu, gib den alten Kuchenform zurück, dann stellt sie vielleicht einen neuen Kuchen ans Fenster und ich bin bereit. So, und jetzt hau ab und nimm dein Zeug hier mit. Ja, wir werden uns bald wiedersehen. Siehst du diesen Mittelfinger? Siehst du ihn? Siehst du ihn ganz fett da? Grüß deinen Boss von mir aus, den wir in der Zukunft treffen werden. Dich! Okay, das muss jetzt sein. Liebe Kinder, macht sowas Haus nicht nach. Nehmt keine bösen Wörter wie Niki im Mund. Und springt nicht in irgendwelche Beete rein. Hallo Katja. Ah, da sieht sie ja aus wie eine Kuchenform. Ein Schoko da unten wollte, dass sie mir zurückgibst, damit er meine nächste Torte stehen kann, die ich backe. Weißt du was, Katja? Da werde ich gleich meine super extra scharfe Chili-Torte backen und sie auf die Vortreppe stellen. Die haben ja bisher nur einmal gebacken. Ich glaube mir, sie zu essen macht keinen Spaß. Der kleine Hammer hier muss Konrad gehören. Gib ihm Konrad zurück, Katja. Ich habe gehört, dass er etwas deprimiert war und ich denke, er kann gute Nachrichten gebrauchen. Das hier muss Tens Uhr sein. Es ist wohl das Beste, wenn du ihr zurückgibst. Aber richte ihr aus, dass sie niemals mehr Kuchen bekommen wird. Ha! Hier hast du die Trophäen von Josh. Beeil dich und gib sie ihm zurück. Er freut sich. Ich hab mächtig darüber. Na, Frau Holzwerf ist cool. Ich sage ja immer, dass mein absoluter Lieblingscharakter Darko ist, zum Beispiel. Oder ich das Soul Rider liebe, aber es gibt hier echt schon NPCs wie Konrad, Frau Holzwerf, die man anfangen. Wow. Die man am Anfang kennenlernt, die sind schon echt herzensgut. Und solche Menschen würde ich mir manchmal auch ein echtes Leben wünschen. Mehr von diesen Leuten. Und die wird es auch bestimmt da draußen irgendwo geben, diese Leute, aber nicht in meinem Umfeld. Zumindest nicht, die ich dauerhaft kenne. Also wirklich kenne. Bäh. Und ich mal kurz antreffe oder so. Ach, sehen meine müden Augen, mein kleiner Hammer. Und ich dachte, er wäre für immer verschwunden. Danke, Katja. Das werde ich dir nie vergessen. Ich dachte, ich habe den Hammer verschlammt und dass mein Gehirn schon anfängt alt zu werden. Aber nun ist alles in Ordnung. Vielen Dank, Katja. Ich habe noch nie Werkzeug verloren und das wird auch nie passieren. Das schwöre ich, so wahr ich Konrad Marsten heiße. Bitte beeil dich und überbringe Dana die gute Nachricht, denn sie muss jetzt nicht mehr lange auf ihre Blumenkisten warten. Ich habe sie heute vor Sonnenuntergang fertig. Machen wir. Wir machen erstmal hier den. Dann gehen wir erst zu Josh, dann zu Ten und dann zu Jenna. Oh, die Victorious Runner sind unterwegs. Immer zu erkennen im Quarterhouse und in Orange. Hallo Katja. Ach, das Leben ist so traurig ohne meine Trophäen. Ich dachte,
Mir nicht, dass mir die Dinger so viel bedeuten. Was sagst du da? Du hast mehr Trophäen? Ach, so Scherze? Du hast keine Scherze über sowas machen, Katja. Nein, das ist wahr. Lass mal sehen. Trophäen! Ich dachte schon, ich sehe sie niemals wieder. Fantastisch, du bist die Beste. Katja, dieser Tag hat schrecklich angefangen, aber wirklich fantastisch aufgehört. Du musst Jenna erzählen, dass meine Trophäen zurück sind. Sie wird auch super glücklich sein. Machen wir. Schwupp. Und dann. Hallo Katja, was willst du? Ich hast meine Uhr. Ist das wahr? Ha, schau, Ritter, meine super coole neue Uhr ist wieder da. So wahnsinnig cool. Nun bist du eifersüchtig, was? Haha. Ich habe nur Spaß gemacht, Loretta. Du weißt. Das weißt du. Klar kannst du dir die ausleihen. Wir sind doch beste Freunde für immer. Im Ernst, das weißt du. Loretta denkt sich so, das ist eine hässliche Uhr. Danke, Katja. Das ist echt super, dass du die Uhr so schnell gefunden hast. Echt super. Richte Jenna aus, dass Loretta und ich keine Liebe sind, wenn du da nicht schon selbst drauf gekommen bist. Nun muss ich los. Ciao. 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 Ich weiß nicht, wie man diese Abkürzung ausspricht. Ciao. Ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Wow. Meine Blumenkisten sind bald fertig, hat Konrad das gesagt. Wie nett. Da muss ich ja noch ein paar hübsche Blümchen besorgen. Oder ein paar hübsche Blumen besorgen. Josh hat seine Trophäen zurückbekommen. Da hat er sich wohl gefreut. Sehr schön. Ich mag es gar nicht, wenn ein netter Kerl wie Josh so traurig ist. Gut gemacht, Katja. Dann hat ihre Uhr wieder, sagst du? Da hat sie sich aber gefreut, was? Gut, dann spare ich mir das Gejammer der beiden. Zumindest für kurze Zeit. Katja, vielen Dank, dass du uns geholfen hast. Ja, ich bin mit einer Beule davon gekommen. Und geholfen hast, all diese Diebstähle hier im Monland zu stoppen. Du hast nicht nur die Dieb gefasst, du hast auch alle Sachen. Naja, gefasst habe ich ihn nicht wirklich. Ich weiß, wer der Dieb ist. Du hast auch alle Sachen, die gestohlen wurden, wieder zurückgebracht. Josh Ten und Frau Holzwurf und Konrad Marzen haben mich alle gebeten, eine ordentliche Belohnung für dich zu finden. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Belohnung sein soll. Etwas, was zu dir passt? Ja, genau, warte, hier hast du. Jenna sucht eine Kiste hinter sich. Eine Kiste. Eine Käppi. Er nimmt etwas aus der Kiste hinter sich. Hier hast du, Katja. Was denkst du? Ein kleines Dankeschön für was du für uns getan hast. Hoffe, es gefällt dir. Mach's gut, Katja. Wir sehen uns. Gucken. Keine Käppi ist nur Reithelm. So, gar kein schlechter Reithelm. Oh, lol. Ich finde den gar nicht mal so schlecht. Der ist eben halt. Nicht so knatsch, das würde sogar wieder auch zu den Handschuhen passen. Hat er mehr Werte als mein Hütchen? Nee, mein Hütchen hat mehr Werte. Den behalte ich mir auf jeden Fall im Stall. Also, in der Garderobe behalte ich mir auf jeden Fall. So, ihr Lieben, das war die Diebesquest. Ja. Wer hätte denn damit gedacht, dass es einer der D'Arcor-Helfer sein würde? Gut, ich wusste es natürlich, weil ich die Quest auch schon vorher gemacht hatte und naja, irgendwie konnte ich mir auch eins und eins zusammen zählen, dass das irgendwie da, dass es einer dieser Typen gewesen war. Ich sage auf jeden Fall, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!